Hallo und willkommen zurück zu RimWorld. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir sind noch immer mit der Feuerbekämpfung beschäftigt. Der Roboterhändler hat dann erstmal nicht die höchste Priorität. Zumindest noch nicht. Der dünne Bewuchs hier könnte uns tatsächlich noch ein wenig Zeit verschaffen. Allerdings zählt das nicht für hier unten. Ja, ich würde euch gerne einen anderen Job zuweisen. Der könnte gleich explodieren, wenn sich um den keiner kümmert. Wieder nur 6 Bauteile, aber egal. Stoßzähne brauchen wir keine. Plaststahl kaufen wir auch nicht. Haben wir tatsächlich keinen mehr selber? Doch, der ist wahrscheinlich nur nicht im Einzugsgebiet von... So, wie sieht's hier oben aus? Okay, das... Ein Schwarzmarkthändler, ist das nicht schön? Du bist doch sowieso mit den Nerven beinahe am Ende. Beschäftigen wir dich doch mal mit was anderem. Also das Feuer hier oben scheint sich ganz gut selber auszutreten, sozusagen. Alleine schon deshalb, weil hier durch das letzte große Feuer immer noch sehr wenig Bewuchs ist. Natürlich, auf Dauer werden wir nicht drum rumkommen, auch das hier irgendwann mal ein bisschen sicherer zu gestalten. Ja, Leute, macht es euch ruhig einfach. Ja, der fliegt gleich in die Luft. Aufs Stichwort. Granitblöcke. Eine Menge sogar. Brauchen wir nicht. Waffen, 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 Waffen. Ja, meisterlich. Ist aber auch trotzdem nur Stahl, ne? Uran behalten wir, Titan kaufen wir nicht. Ah, so viel bringt uns der Hopfen am Ende nicht ein. Alle Mann umdrehen. Das hier hinten sollte sich verhältnismäßig schnell regeln. Und dich, bevor du durchdrehst, schicken wir jetzt in eine kleine Pause. Ja, du hattest das Problem. Stimmt. Gut, die Leute sind ja unterwegs. Hier ist soweit eigentlich auch alles schon relativ weit, fast...
fertig. Die Geschütze decken schön die Gänge ab. Würde ich mal sagen, ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, weil die sowieso alle gleich total zusammenbrechen werden, diese Betten hier mal auseinanderzunehmen. Ah, da ist der Regen. Ja. Das brauchen wir nicht schützen. Das hier hat sich erstmal erledigt. Kann man so ein bisschen verkleinern zumindest. Der Regen sollte uns auf jeden Fall noch ordentlich helfen. Händler exotischer Güter. Ist auf jeden Fall mal ein Blick wert. Behalten wir alle so. Schildkrötenzucht machen wir keine auf. Der Truthahn kann. Halten wir alles. 18. Das ist meine Zahl. Das ist immer noch nicht die Zahl, die ich gerne hören würde, aber es ist schon mal eine ganz angemessene Zahl. Ich mache Schmerzstopper, Exoskeletter. Dafür haben wir momentan definitiv nicht das Geld. Das Ding kann weg. Ist schon fast hinüber. Das behalten wir alles. Schnäppchenpreis sozusagen. Dann werden wir hoffentlich irgendwann auch wieder Bergbau betreiben. Was natürlich davon abhängt, wann die Leute mal hier mit allem soweit fertig sind. So, dann können wir hier die ganzen Klimaanlagen erstmal rausrupfen, die Zwischenwände rausziehen. Und einmal hier. Dann hat jeder ein kleines Kunstwerk in seinem Zimmerchen stehen. An den Fernsehern wird auch gearbeitet. Ja, jeder bekommt einen eigenen Fernseher. Luxus pur. Damit die Leute bloß endlich die Klappe halten und aufhören, sich zu beschweren. Hahaha. Scharfschützengewehr, das dürfte ein Raketenwerfer sein. Der hat eine Nahkampfwaffe. Das ist natürlich großartig.
alle Mann in Sicherheit, und zwar zackig, sollen die doch gerne versuchen, ein bisschen Schaden anzurichten. Den reparieren wir schon wieder. Den Schaden reparieren wir schon wieder. So. An Stahlautotür. Natürlich da, wo die Geschütze noch nicht fertig sind. Im Übrigen werden die damit Erfolg haben. Nützen wird denn das gar nichts, aber... Schön, dass wir noch unser Gefängnis haben. So, Stanislav hat das Schwert und darf er sowieso hier bleiben. Nika darf auch wieder hier rein. Das macht nämlich überhaupt keinen Sinn, dass die hier draußen rumsteht. Es ist toll, dass die sich damit selber aufhalten, weil es ist einfach eine großartige Sache. Je nachdem, welche hirnrissige Strategie die hier versuchen. Oh yeah! Der Tür habt ihr es aber voll gezeigt. Sicher, die richten Schaden an, aber... Aber es scheint denen ehrlich gesagt gar nicht so viel zu nützen. Ja. Ist aber einer von denen, der brennt. Wieder einmal. Na, fluchen nützt dir jetzt gar nichts. Oh, habt ihr noch einen verloren? Zugegeben, die Schäden, die wir erlitten haben, sind bescheiden, aber... Aber wir werden das Ganze hier mal total entspannt gewinnen. So, ihr alle seid befreit. Tod. Ja.
Ja, da kann sich wer anders drum kümmern. Du hast das Scharfschützengewehr. Vielleicht kriegen wir nämlich noch einen von denen. Gut. Haben wir doch sehr souverän gelöst, das alles. Und bei der ganzen Sache direkt auch noch ein paar Waffen mit rausgehauen. Okay, klar, hier sind Sachen beschädigt worden, aber es sind auch nur Dinge. Klimaanlagen, Wände lassen sich reparieren. Autotüren, Schießscharten. Das ist alles nichts, wo man sich einen Kopf drum machen sollte. Und was die Geschütze angeht. So. Hier ist natürlich auch wieder eine Menge Schaden angerichtet worden, aber auch das reparieren wir ganz einfach. Okay, das Geschütz im Bau ist auch zerstört offensichtlich. Wird ersetzt. Gut, war eine ziemliche Sauerei, zugegeben. Aber nicht auf unserer Seite. Man muss halt immer Prioritäten setzen. Ja, bis auf dich. Ist in Ordnung. Wir haben alle Grund zu feiern. Mal sehen. Verbrennung, Verbrennung, Ausverbrennung. Eine zertrümmerte Rippe ist schmerzhaft, aber nicht unser Problem. Keine Drogenabhängigkeit. Seltener Schlitzer, huh? Schießwütig, kältetolerant. Herzlichen Glückwunsch. Du bist Kandidat. Die Chance, dich anzuwerben, sind zwar, naja, sagen wir mal bescheiden. Aber besser bescheidene Quoten als ganz schlechte. Gut, hier ist ansonsten schon alles zerlegt, freigeräumt. Natürlich beschäftigen wir uns trotzdem erstmal mit dem Zeug hier. Prioritäten halt. Kein Transport. Ja, lange wirst du den aber auch nicht anbehalten. Soweit, so gut.
Klar, ansonsten sind wir natürlich immer noch in derselben Bauteilmangelsituation wie vorher, weil das hat jetzt natürlich auch wieder einiges an Bauteilen gekostet. Aber... Oh, hier haben wir doch tatsächlich noch was vergessen. Sonst liegen hier aber keine Leichen mehr rum, die wir übersehen haben könnten, oder? Ich hoffe mal nicht. Haben wir denn noch irgendwo Bauteile übersehen? Ich glaube leider auch nicht. Die hatten wir schon. Hier gibt es noch ein bisschen Stahl, aber das ist leider nicht so relevant. Gelangweilter Bergbauroboter. Wir müssen denen wieder Arbeit verschaffen. Dafür brauchen wir dann natürlich Bauteile. Auch um den ganzen Kram hier am Laufen zu halten. Wobei, wenn wir sowieso schon so sehr... Ist ja eigentlich eher eine Zusatzversorgung. Reißen wir die Sachen lieber ab und investieren die Bauteile in Dinge, die uns wirklich weiterhelfen. Nun, der Aufenthaltsraum wird auf jeden Fall genutzt. Großartig! Vor allem, weil wir nur drei Krankenbetten haben. Haben wir noch irgendwo eine Lampe über, die wir hier installieren können? Nein, in dem Fall werden wir eine bauen. Schläft, schläft. Hat Vorrang. Dann brauchen wir... noch ein... Bett. Aber für Krankenbetten haben wir leider nicht genug. Also. Alles kein guter Plan. Also wird vermutlich eine Person in ihrem eigenen Bett behandelt werden müssen. Ja, jetzt krank ist immer Mist. Schmerzen, Hunger. Aber Bettruhe, Patient auf 1, also. Verstehe ich gerade nicht. Das ist ein Problem. Nicht das schwer... Okay, ja, es ist nicht das schwerwiegendste Problem. Arbeit, Selvi. Bettruhe, Patient. Nicht verletzt. Oder anders ausgedrückt, du weigerst dich einfach, dich hinzulegen, ha? Huh? Nee, nee. Du baust mal schnell weiter neue Bauteile.
Nur weil wir hier nämlich gerade welche rumliegen haben, heißt das nicht, dass wir nicht noch mehr brauchen. Ah, immerhin, das ist mal eine neue Erkrankung, nicht immer dasselbe alte Zeug, Malaria und so und Kram halt. Wenigstens wird Stück für Stück alles gebaut, also. Ach, für die Bergbauroboter haben wir immer noch nichts zu tun. Die Entscheidung. So. Die Schweißarbeiten wenigstens schon mal abgeschlossen. Gut, mehr als 400 passen nicht in einen Stapel. Ist doch wenigstens mal eine Ansage. Ja, aber zwischendrin hat einer die andere Heizung mal repariert, soweit ich das sehen kann. Und mal sehen, womit können wir ihn denn noch beschäftigen? Als Forscher möchte ich ihn eigentlich nicht einsetzen, Bergarbeiter, Bauarbeiter. Jäger sollte er nach Möglichkeit auch nicht werden. Okay. Unter den Umständen. Quatsch. Mach ich den hier? Holz haben wir ja noch genug. Das sollte ihn erstmal beschäftigt halten. Schön, haben wir also wieder einen schicken kleinen Gefangenen. Dass die Leute mit der Wurminfektion trotzdem noch weiterarbeiten. Och. Okay, das ist jetzt wenigstens keines der wichtigen Funkfeuer, also. Transport darf, Bergbau wird abgeschaltet. Abschalten. Putzroboter bleibt. So. Weil es macht überhaupt keinen Sinn, die jetzt weiter hier rumlaufen zu lassen. Frische Drogenernte drin, das ist gut. Ich hoffe, wir kriegen nochmal einen Händler, der uns mindestens 18 Bauteile mitbringt. Wenn nicht sogar mehr. Der eine, der mal 66 Teile hatte, das war doch was.
Ah, und die Zeit ist mal wieder rum. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Och, ja, ist klar. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen, wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt's in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!